Johannes Hecht, der Name wurde geändert, in Hamburg aufgewachsen, ist noch keine 30 Jahre alt und sehr vorsichtig. Der Treffpunkt für das Gespräch liegt weit weg von seiner Dienststelle in einer norddeutschen Großstadt. Er ist fast 2 Stunden mit dem Auto gefahren. Er möchte nicht mit seinem richtigen Namen in der Zeitung stehen. Er sagt: Kritik an der Politik aus den Reihen der Einsatzpolizei ist leider noch eine sehr zarte Pflanze. Ich hoffe, sie kriegt jetzt einen Wachstumsschub. Hannes Hecht strebt eine Karriere beim Landeskriminalamt an. Alles lief glatt. Zielfahnder sei sein Traumjob, sagt er. Das Abitur hat er mit einem 2er-Durchschnitt gemacht. Die Polizeiführungsakademie besucht, Erfahrungen im Rauschgift- und Betrugsdezernat gesammelt, komplizierte Fälle aufgeklärt. Er hat bereits einige Sprossen auf der Karriereleiter erklommen, doch vor wenigen Wochen ist er ausgerutscht. Als seine Einheit nach Stuttgart verlegt werden sollte, stellte er einen Urlaubsantrag, weil er den Einsatz nicht mittragen konnte und wollte. Er hat verwandtschaftliche Beziehungen nach Stuttgart und er ist auch ein Bahnhofsgegner. Ich weiß, dass wir bei brisanten Großdemos verdeckt agierende Bedienstete, die als taktische Provokateure bzw. als vermummte Steinewerfer fungieren, unter die Demonstranten schleusen. Sie werfen auf Befehl Steine oder Flaschen in Richtung der Polizei, damit diese dann mit der Räumung beginnen kann. Ich jedenfalls bin nicht Polizist geworden, um Demonstranten von irgendwelchen Straßen zu räumen oder von Bäumen herunterzuholen. Ich will Gangster hinter Gitter bringen, erklärte er, wohl wissend, dass Karrieren junger Polizisten nur durch die Einsatzhundertschaften gehen, die auch er durchlaufen muss. Sein Urlaubsantrag wurde abgelehnt. Der Vorgesetzte drohte vor versammelter Truppe, dass Bedienstete, die sich vor solchen Einsätzen krank melden oder beim Einsatz durch Zurückhaltung auffielen, Ärger bekämen. Und unter 4 Augen steckte der Hannes Hecht, dass er seine Karriere vergessen und maximal noch Dorfpolizist werden könne, wenn er sich bei dem Einsatz nicht bewähren würde. Als Autonome und ich als Sprecher der Autonomen, ja, haben gewisse Sympathien für solche Aktionen, aber bitte doch nicht im eigenen Viertel, wo wir wohnen. Also warum nicht irgendwie in Püsseldorf oder Blankenese? Also da gibt es auch bei uns großes Unverständnis, dass man im Schanzenviertel die eigenen Geschäfte zerlegt. Die Geschäfte, wo wir selbst mal mit der Wohnen auch einkaufen. Als Agent Provocateur bezeichnet man eine Person, die üblicherweise im Auftrag des Staates einen oder mehrere Dritte zu einer gesetzeswidrigen Handlung provozieren soll. Im weiteren Sinne wird damit auch ein Handeln bezeichnet, das durch die gezielte Vortäuschung oder auch Provokation einer ruchbaren Handlung die Stärkung der eigenen Position und die Legitimation für einen Eingriff anstrebt. Wegen der Gefahr, dass der Staat sich auf diese Weise zumindest indirekt als Gesetzesbrecher betätigt und Taten provoziert, die ohne den Agenten gar nicht begangen worden wären, ist der Einsatz solcher Agenten in Demokratien meist gesetzlich oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung streng reglementiert. Es sind Fälle bekannt, auch in Deutschland, bei denen solche Angriffe rechtswidrig eingesetzt wurden, etwa zur verdeckten Störung von sozialen Bewegungen und der gewalttätigen Eskalation von Demonstrationen. Der Einsatz eines Agent Provocateur durch den Staat erfolgt üblicherweise im Auftrag von Behörden wie Staatsanwaltschaft, Polizei oder Geheimdiensten und bezweckt idealerweise die Begehung eines unbeendeten Tatversuchs, Haupttat, mit der Möglichkeit üblicher Beweissicherung, in flagranti. Ziel eines solchen Einsatzes ist, verhüllte und gefährliche Kriminalität aus der Straflosigkeit zu locken. Ein Agent Provocateur entstammt regelmäßig dem verdeckten Mitarbeiterumfeld, etwa als V-Mann, verdeckter Ermittler oder inoffizieller Mitarbeiter. Bei zahlreichen der sogenannten G7, G8 oder G20 Gipfeltreffen musste eingeräumt werden, dass der auf Krawall gebürstete schwarze Block und die Antifa als Anheizer und Provokateure für den Staat agierten. Sehr gut dokumentiert ist es in der Doku Die Gipfelstürmer, die blutigen Tage von Genua. Dort arbeitete der schwarze Block und die Polizei zusammen, um zu eskalieren und die Demonstranten zu diskreditieren. Rund 800 schwarz Vermummte konnten in Banken ungestört Feuer legen, Supermärkte plündern oder Autos anzünden. Die Gewalttäter und professionellen Randalierer zogen 3 Tage lang brandstiftend durch Genua und nahmen quasi unter den Augen der Polizei, manche sagen mit ihrer stillen Duldung, die Stadt auseinander. Eine Frage, die sich hinsichtlich der sehr zweifelhaften Finanzierung dieser Gruppe aufdrängt: Wieso sie bei bestimmten Großereignissen wie etwa den Gipfeltreffen oder bei Demos gegen rechts in Erscheinung treten und bei Bilderberger-Treffen, der Münchner Sicherheitskonferenz oder etwa Demos gegen Militärbasen und Besatzungszone durch Abwesenheit glänzen?
Die Antifa etwa muss sich nachsagen lassen, dass sie regelmäßig einen guten Schluck aus den Steuerkassen als Berufsprotestler im sogenannten Kampf gegen Rechts als Antrittsgeld und Motivationshilfe überwiesen bekommen. Wenn man die Augen aufmacht, feststellen, die Gewalt in Deutschland geht weitgehend von rechts aus. Wir haben deutlich... Jeder Zweite in Deutschland befürwortet angesichts der Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg stärkere Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Nach den G20-Krawallen ist jeder Zweite für ein härteres Vorgehen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sparen sich 50% der Befragten dafür aus, dass der Staat Gewalt bei Demonstrationen unbedingt verhindern müsse, auch wenn damit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit beschränkt werde. In einem Netzfund heißt es G20-Staatsterror in Perfektion. V-Leute der Geheimdienste führten den linksextremen Block Antifa und Co. an. Die Mission war eine möglichst effektive Zerstörung von Privateigentum, um einen großen Medienaufschrei zu erreichen. Die Zielsetzung ist und war, die Grundlagen dafür zu schaffen, die totale Überwachung auszuweiten und die Freiheit der Bürger weiter einzuschränken. Ohne inszenierten Terror kann die Regierung nicht so einfach die Rechte und Freiheit der Bürger einschränken. Jetzt haben sie einen Grund dafür, was die Mehrheit sogar befürworten würde. Was lernen wir? Angst regiert die Welt. Natürlich sollte ausschließlich Privateigentum zerstört werden, damit sich die Bürger auf die Seite der korrupten Politik stellen und nach noch mehr Überwachung und Polizei schreien. Wäre es Eigentum von wichtigen Politikern gewesen, würden womöglich viele Bürger sagen, geschieht denen recht. Daher sollte das Aggressionspotenzial auf Zivilisten fokussiert werden. Daran erkennen wir wieder, dass die Regierung und die staatlichen Organe dahinter stecken. Beobachtet bitte die Medien nach dem G20-Gipfel und welche verbrecherischen Gesetze verabschiedet werden, um unsere Freiheit noch weiter einzuschränken. Beachtenswert ist die Tatsache, dass V-Leute der Geheimdienste Linksextreme gegen die Polizei gehetzt haben. Ein krankes Schauspiel der Regierung. Diamond mine to the factory. Everybody's doing what you gotta keep on doing for society. Make this a world a good place to be. Let living be and don't work for free. Laziness and pain to work is what I'm saying. Working for the world go round. Battle cries don't mess with me. I'll travel this world for eternity. It seems to me that the powers that be keep themselves in splendor and security. Armored cars. Gebt den Leuten ein Spielzeug, mit dem sie sich lange genug beschäftigen können, gebt ihnen politische Parteien. Dann werden sie ihre ganze Energie und Klugheit in der sinnlosen Beschäftigung mit Personen und vielen anderen Belanglosigkeiten verballern. So werden sie uns nicht weiter stören und wir können nach Gutdünken unsere Geschäfte betreiben. Damit ihnen das Spielzeug aber nicht irgendwann zu langweilig wird und die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu weit hochkocht, muss in regelmäßigen Abständen ein rituelles Spiel zwecks kathartischer Funktion als Druckventil eingebaut werden. Wir nennen es Parlamentswahlen, das klingt bedeutungsvoll. Anschließend ist für die nächsten 4 Jahre wieder Ruhe, zumal alle glauben, sie selbst hätten etwas entschieden. Die Medien? Die spielen, ohne dass sie es bemerken, ganz von allein unser Spiel mit. Gelegentlich geben wir ihnen einen Happen, wenn wir eine etwas wachere, also eine uns missliebige Person oder Gruppe funktionell ausschalten wollen. Da sind sie zufrieden und die Bevölkerung ebenfalls. Haben sie doch etwas, worüber sie sich das Maul zerreißen können. Durch die Aufspaltung der Wähler in das politische Parteiensystem können wir sie dazu bringen, ihre Energie für Kämpfe aufzubrauchen, für Fragen, die keinerlei Bedeutung haben. Montagu Norman, Gouverneur der Bank of England.
können Sie einfach noch mal ein bisschen träumen, was Sie glauben, was für die nächsten 4 Jahre notwendig ist. Sagt sie einfach so. Ja?